Ja, meine Lieben, willkommen zurück. Ja, ich hatte im letzten Tomb Raider 3 Let's Play Video versprochen, dass ich noch mal das Spiel durchspiele und alle Secrets hole, damit wir das Bonus-Level spielen können. Und ich habe es gemacht. Ja, und ich habe nur 3 Tage dafür gebraucht oder 4 Tage. Das ging eigentlich recht ziemlich schnell. Ja. Und jetzt können wir endlich das Bonus-Level All Hallows oder All Halos, wie man das auch ausspricht, spielen. Ja, wir haben gerade am Ladebildschirm gesehen, dass wir wieder in London sind. Und ja, wir sind in der Kathedrale drin. Ja, das sind wir. Beim Secret in London hat man ja auch gesehen, dass ein Secret bei Kai an der Themse, wie heißt das, der Kathedralschlüssel ist. Und ja, somit sind wir jetzt auch hier. Also nicht wegen dem Kathedralschlüssel, doch auch deswegen. Okay, gut. Dann schauen wir mal nach, was es hier zu erledigen gibt. Ich hoffe, es wird jetzt nicht so schwierig. Denn ich habe das Level ewig nicht mehr gespielt. Das ist ziemlich lange, 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 lange her. Und ja. Ach ja. Ich habe. Huch, was ist das denn? Das Orange da hinten, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Da schwebt irgendwas in der Luft. Okay, jetzt schwebt da nichts mehr. Ja, so ist das halt, ne? Irgendwas schwebt immer in der Luft und da hinten schwebt schon wieder was in der Luft. Bei mir schwebt was in der Luft und ich fall auf einmal runter. Ja, so ist das Leben, ne? Man weiß nie, was das Leben einen beschert. Das Leben ist einfach eine Wundertüte. Hab ich nicht recht? Ja, ich rede mal wieder Stuss wie immer. Aber egal. Ich rede gerne Stuss. Und ja. Endlich Bonus-Level, All Halos, All Hallows und keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber immerhin, wir sind hier. Gut, und hier gibt es, glaube ich, keine Geheimnisse. Nee, gefundene Secrets 0. Hier gibt es keine Secrets. Gut. Wo muss ich hin? Ja, wir haben natürlich alle Waffen, das freut mich. Ja, und 37 kleine Medipacks, da habe ich auch nochmal schnell alles angesammelt. So, das, was ich weiß, wir müssen irgendwie in die Mitte reinspringen, damit wir weiter reinkommen. Okay, Lara, das war nicht sehr schön. Das war überhaupt nicht schön. Lara, das kannst du besser. Ich weiß das. Okay, nochmal das Gespringe von vorne. Was soll das eigentlich hier? Warum tue ich das überhaupt? Warum tut die Lara das überhaupt? Ich weiß es nicht. Man weiß es überhaupt nicht. Nur Lara weiß es und auch nur Lara. Ach ja. Und ich laufe falsch. So. Genau, hier. Wo muss ich eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Ich meine, das war richtig, wo ich hingesprungen bin. Ich hoffe, ich komme da überhaupt ran. Yep. Und was hat uns das gebracht? Erstmal, dass wir Fackeln bekommen haben. Und vielleicht reicht das sogar schon, dass ich in die Mitte reinspringen kann, aber. Ich weiß ja nicht. So, ich muss erstmal meine Lebensenergie auffüllen. Weil wenn ich in die Mitte springe, dann löst sich die Bodenplatte und dann fallen wir ein bisschen tief und dann, ja, das zieht, glaube ich, fast alles ab. Deshalb, ja. Ach, wie schön. Lara. Du bist einfach nur cool. Du bist einfach nur cool, Lara, muss ich immer wieder sagen. So, Lara. Bist du auch so cool und schaffst das? Nein, das natürlich nicht. Wir müssen, glaube ich, weiter hoch. Ach ja. Ich glaube, ich muss da ran springen.
Geht das? Gucken wir mal ab. Yo, es geht. Es läuft. Es läuft. Ja, wo muss ich jetzt hin? Gucken wir mal. Kann sie ja hangeln? Ja. Gut zu wissen. So, meine Freunde. Jetzt geht's ab. Ja, habe ich euch nicht gesagt, das zieht fast alles ab. Und wir sind in einem neuen Raum. Einen sehr großen Raum. Hier werden wir uns am häufigsten aufhalten. Und ja, mal gucken, wo ich jetzt als nächstes muss. Hin muss. Da wahrscheinlich nicht. Das ist ein bisschen zu hoch. Ja, gut. Wo muss ich hin? Ich glaube, ganz nach unten, oder? Okay, da kann ich noch nicht hin. Wo muss ich hin? Da muss ich... Ach, da sind Fackeln. Ich glaube, da muss ich zuerst hin. Ja, im letzten Part habe ich ja gesagt, dass es vielleicht Wochen dauern kann oder Monate, dass ich das alles mache, die Secrets holen. Aber nee, es hat nur ein paar Tage gedauert. Und das freut mich so sehr, dass ich... Ja. Ich habe so Freudensprünge gemacht. Ach ja. Ich glaube, ich muss da runter, oder? Hoffe ich doch mal. Es sieht sehr gefährlich aus. Aber Lara hat von nichts Angst. Ne, Lara? Das müsste passen. Das mit... Boah. Ja. Zum ersten Mal gestorben hier im Bonus-Level. Und ich habe natürlich Scheiße gespeichert. Ja. Sehr schön. Mensch, 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 Lara. Warum tust du mir sowas an? Das macht dir wohl sehr viel Spaß, Lara, ne? Mich zu ärgern. Ach man. Nein, es war auch meine Schuld. Ich habe natürlich nicht richtig gespeichert und damit haben wir den Salat. Habe ich noch genug Energie? Ja. Ja gut, jetzt nicht mehr, ne? So, heben wir das mal hier auf. Und dann holen wir uns nochmal die Fackeln. Und dann hoffe ich doch mal, dass ich diesmal nicht sterben werde. Nochmal eben speichern, damit ich nicht nochmal alles von vorne machen muss. Ja. Gut, gut. Das hat doch super funktioniert. Was haben wir denn hier? Ein großes Medipack mit Uzi-Munition. Wow. Wow. Das sind sehr geile Aussichten. Kann ich nicht ganz anders sagen. Ach, Lara. Sehr schön. Du bist immer so schön proportioniert. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich muss ganz runter. Soweit ich weiß. Oh, oder muss ich da lang? Ach Leute, das ist so verwirrend. Es ist mega verwirrend. Ich weiß nicht, ob ich hier hin muss. Oh, aber die Musik, das heißt was Gutes. Gucken wir mal, ne? Ah. Wir haben schon den Level-Ausgang gesehen. Das ist doch supi. Ja, jetzt müssen wir nur noch dahin kommen. Und wie wir da hinkommen, ja, werden wir jetzt sehen. Ich weiß nicht, ob ich das Bonus-Level in einem Part mache. Schauen wir mal. So. Aua. Das tat weh. Und ja, jetzt sind wir unten angelandet. Gucken wir uns mal hier um. Hier gibt's nicht viel. Eine Tür. Ja. Die geht wahrscheinlich nicht auf.
Nee, aber es ertönt Musik. Das beruhigt mich doch. Okay, hier ist kein Hebel. Hätte ja sein können. Ja, keine Ahnung, was das hier für ein Ding ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir da drauf müssen. Ich meine, da ist sogar ein Hebel oder so. Sieht wie ein Sarg aus. Wer da wohl drin ist. Man weiß es nicht. Ja. Ich finde es sehr schön, dass sie ein Bonuslevel hierhin gemacht haben. Aber was wahrscheinlich vielen auffällt, dass wir in London wieder sind. Und erinnert ihr euch noch am Levelende von Kai an der Themse? Da rutscht sie ja in der Sequenz am Levelende von Kai an der Themse. Und ich laber zu viel. Da rutscht sie ja runter in die Kathedrale rein, ne? Und danach kommt ja Aldwych. Oder wie man das auch noch ausspricht. Aber eigentlich sollte nach Kai an der Themse dieses Level kommen, weil Lara rutscht in der Sequenz in die Kathedrale und wir sind jetzt hier in der Kathedrale. Ich habe da mal sowas gelesen, ne? Ob es richtig ist, weiß ich natürlich nicht, aber da stand auf jeden Fall, ursprünglich sollte dieses Level hier, also dieses Bonuslevel, wo wir gerade uns befinden, das sollte ja eigentlich nach Kai an der Themse kommen. Aber ja, dachten die sich, nö, tun wir mal Altwitch hin. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie so war das. Aber gut, so ist das, ne? So ist das im Leben. Wie jetzt. Oh, Lara, bitte. Wie jetzt die genaue Geschichte ist, weiß ich nicht. Steht wahrscheinlich in Wikipedia oder keine Ahnung, wo das drin steht. Kann man ja mal nachschauen, ne? Ich kann ja wahrscheinlich kriechen, oder? Jupp, ich kann hier kriechen. Okay, das hat mir rein gar nichts gebracht. Was hat mir das gebracht? Hä? Was hat mir das gebracht? Das würde ich gerne wissen. Okay. Und jetzt? Ach. Da hoch. Jo. So. Kleines Medipack. Das nehme ich gerne mit. Und ja. Und jetzt? Und nu? Ah, da ist ein Hebel. Da müsste. Wie komme ich da nochmal dran? Weil hier komme ich ganz sicher nicht weiter, oder? Oder? Nee. Irgendwie. Sie hält sich zwar fest, aber sie kann sich nicht zur Seite hangeln. Das ist doof. Das ist mega doof. Ah, warum? Ich guck mal, ob ich zum Hebel komme. Spring bitte nicht zu weit, Lara. Gott sei Dank. Ja, super. Von hier aus, wie soll sie denn da hinkommen? Schafft sie doch nicht. Nee, ich speichere mal an der Stelle. Keine Sorge, ich beende die Folge noch nicht. Es wäre ja ein bisschen zu kurz. Ja. Ich springe, glaube ich, nochmal zurück. Krieche nochmal hier rein. Und dann versuche ich mal dahin zu springen. Das muss doch irgendwie gehen. Oder kann ich da hinten reinspringen? Ich weiß es nicht. Aber das hier sieht irgendwie richtig aus. Vermute ich mal. Alter. Boah. Erschrecke ich mich so, Krass, Mein Gott. Immer muss die Musik im falschen Moment kommen, wo man nicht mit rechnet. Warum die jetzt kam, weiß ich nicht. Aber naja. Gut.
sehr interessant. Ich hoffe, es ist... Oh, es ist ein bisschen hoch, oder? Ja, komm. Nehmen wir mal ein großes Medipack. Jupp. Wo ist die Tür denn jetzt? Wo ist die Tür? Hallo. Bleib doch nicht stecken, Lara. Was ist los bei dir? Oder ist da hinten auch noch eine Tür? Sieht so aus. Ja. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich speichere mal. Ja, sehr schön. Mal gucken, was uns das bringt. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie man da hinkommt. Ja. Stacheln, sehr schön. Hä? Ich wollte schon sagen, hä, wieso hangelt die dich? Warum hangelt die nicht? Super. Und jetzt können wir den ganzen Weg nochmal hochgehen. Ach nein, das mache ich ja super gerne. Ja, Lara, da stöhnst du, ne? Seht ihr, da stöhnt sogar die Lara herum. Nee, nee, Lara. Warum gehst du auch hier rein? So. Muss ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme? Ja, oder? Ich weiß nicht. Wo ist diese Hangelparty? Wo ist sie? Ich sehe nichts. Keine Ahnung, wo das ist. I don't know. I don't know. Vielleicht da, keine Ahnung. Ach da. Ach da. Wo muss ich dann hin? Ja, da hinten wahrscheinlich. Weil von hier aus komme ich wahrscheinlich dann... Warte mal. Komme ich von hier aus... Ich speichere mal. Ich weiß, ich speichere oft. Das ist halt meine Macke bei Tomb Raider. Habe ich ja schon sehr oft im Let's Play gesagt. So. Gut. Da springe ich mal besser drüber. Ich weiß ja nicht. Aha. Hier ist eine Luke. Eine Luke, die noch nicht aufgeht. Okay. Ah, da komme ich wahrscheinlich wieder raus. Ja, so wird es sein. Erstmal hier lang hangeln und... Okay. Von hier aus komme ich da wahrscheinlich nicht hin. Also an das Hangeldingsbums. Aber so, oder? So müsste es doch gehen, oder? Hoffe ich doch mal. Yo. Es geht. Mal gucken, wo uns das hinführt. Oh. Ich finde das so genial, das Level. Schade, dass das nicht anstatt von Altwitch immer kam, weil das Level Altwitch, ja, ist nicht eins meiner Lieblingslevel. Ist sogar mein Hasslevel Nummer 1. Und... Ja. Was ist hier? Okay, was ist denn da oben? Huch. Ich werde erstmal hier nach oben gehen. Insofern sie es kann. Ja, sie kann's. Ja, komm, komm, komm. Wow, ein schöner Sternenhimmel. Was erwartet mich hier? Oh, Gott sei Dank bin ich hier nochmal hochgegangen. Ah, ich wollte schon sagen, ist das ein Penny, aber... Nee, ist ein Schlüssel. Wie heißt der Schlüssel denn? Schlüssel zum Gewölbe. Aha. Sehr interessant.
Oh, dieser Sternenhimmel, ist der nicht wunderschön? So, das hat doch kaum wehgetan, Lara. Oder? Nö. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja schon in einem einzigen Part das Level rechtzeitig loslassen. So. Ja, ich kann euch das ja mal demonstrieren, wenn ihr da weiter runter gegangen seid mit der Seilbahn oder wenn ihr jetzt sowas macht, könnt ihr euch hier sehen. Ich dachte immer, ja, wow, cool, kommt man in ein anderes Level oder so. Aber nee, man kommt einfach nur nach draußen und stirbt. In die unendliche Tiefe ist die Lava. Ja. Das passiert, wenn man da runter geht. Oder besser gesagt, runterrutscht, runtergeht. Sie rutscht ja. Die Lara, die liebe Lara. Ey, ich rede. Oh. Ich rede am besten gar nicht mehr, ey. Mein Gott. Ich rede immer so ein Stuss, ey. Egal. So ist das halt. So. Wäre schön gewesen, wenn du auch mal gesprungen wärst, Lara. Dann wurde die Lara hat mal aufgespießt. So ist das, ne? Wo geht's hier lang? Ich hoffe, das hat mir jetzt irgendetwas gebracht. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, hä, wieso ist hier nichts? Wieso ist hier nichts? Wo führt uns das hin? Oh. Diese Musik, das gefällt mir ganz und gar nicht. Und da unten ist Feuer. Ne, sag nicht. Doch. Das ist die Stelle. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe diese Stelle so gut wie verdrängt. Aber wo ich das im von oben gesehen habe, dann dachte ich mir, nein, ist das die Stelle? Und ja, sie ist es. Oh nee, das ist doch nicht. Boah. Oh. No. Please no. Ach nee. Das ist doch doof. Das ist mega doof, ey. Hier braucht man so viele Versuche. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Komm, Lava, beeil dich. Wow, das war sehr knapp. Das war. Hoffentlich brenne ich nicht. Bitte. Ich brenne zwar nicht, aber ich verliere Energie und das sehe ich gar nicht gern. Komm, Lava. Ja, jetzt brennt sie. Sehr schön. Ich habe ja zum Glück genug Medipacks. Bitte lass es Wasser hier irgendwo sein. Ja, sehr schön. Ich werde jetzt die ganze. Ja, zeig mir das noch nicht an. Oh, Leute. Es ist zwar Medipack-Verschwendung, was ich gerade mache, aber das ist mir egal. Da unten ist, glaube ich, Wasser. Und ich möchte dahin. Oder? Yo! Oh, Leute. Ich dachte, ich müsste jetzt weiter irgendwo langlaufen und es ist kein Wasser. Warte, ich muss nochmal hier hoch. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich dahin muss. Ich werde mal speichern. Sichern. Ich glaube, ich muss einen Schalter betätigen, damit das aufhört zu bum bum zu machen hier. Glaube ich zumindest. Gucken wir mal. So. Hä, wo sind wir denn hier?
Wo sind wir denn hier? Warte mal. Was? Boah, Alter. Alter Falter. Ich glaube, da muss ich doch hier hin, oder? Aber, ja. Erstmal ein sehr großes Medipack nehmen. Kommt schon. Aua, das tat sehr weh. Das war nicht sehr nett. Das war nicht sehr nett. Du hast Lara wehgetan. Was? Oh, sehr schöner Ausschnitt. Hä? Hä? Wie komme ich hier hoch? Sag bloß. Ich glaube, ich war doch richtig. Och Mann, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. So. Dann war das ja doch richtig. Ich muss nur über die Luke springen. Sonst gibt es mal wieder gebrutzelte Lara. Schön knusprig. Jetzt in jedem Restaurant. So. Ich weiß, ich habe unten schon gespeichert, aber ich habe keinen Bock, nochmal hochzulaufen. Also hochzuklettern. So, Lara, dann... Hast du super gemacht. Ja, es kommen keine Gegner, aber... Ich halte trotzdem meine Waffen bereit. Ja gut, es kommen doch Gegner. So, wo führt mich das hin? Aua. So. Kleines Medipack. Jojo, kleines Medipack. Ach, hier sind wir schon. Ja, okay. Okay. So. Ah, genau. Hier muss ich den Schlüssel einsetzen. Und hier ist niemand. Hä? War hier nicht immer jemand? Ja gut, dann halt nicht, ne? So. Schlüssel zum Gewölbe. Ja. So, kommt jetzt jemand? Okay, da muss ich, glaube ich, lang. Ich hole erstmal das große Medipack. Ich glaube, insgesamt gibt es hier nur zwei Gegner. Ein Hund und ein MP5-Mann oder MP, keine Ahnung, wie man den nennt. So. Oh Gott. Die Kanalisation. Ja. Eine Leiche. Wer die wohl hier unten reingeschmissen hat, könnt ihr euch ja denn kennen. Miss Sophia Lee wahrscheinlich. Oh, der Arme. Oha, sein Gesicht. Kein Gesicht mehr vorhanden. Wo muss ich lang? Boah, hallo, wie viele Leichen sind denn hier? Miss Sophia Lee hat aber ganz schön viele ermordet. Was ist los bei der Alten, ey? Gut, dass ich sie umgebracht habe. Naja, sie ist eigentlich nicht wirklich tot, weil im Director's Cut von Tom... stirbt doch. Au. Mensch. Das geht ja mal gar nicht. Ja, wie gesagt, Miss Sophia Lee ist ja eigentlich nicht wirklich tot. Das hat man zwar gesehen in der Innenstadt, aber... Ja, es gibt ja noch einen Tomb Raider 3 Director's Cut, The Lost Artifact. Das würde ich gerne auch let's playen. Aber ich habe das nicht auf dem PC. Werde ich mir natürlich noch holen. Ich habe das noch nie gespielt, ne? Das The Lost Artifact. Aber ich würde das gerne mal spielen. Ja, die Luke ist auf. War hier noch irgendetwas? Fall mir bitte nicht da rein. War hier noch irgendetwas? Ich weiß es nicht. I don't know. I don't know. Genau, mein Englisch ist super. Ich glaube, hier war nichts mehr. Huch, ich wurde eben ein bisschen vom Feuer getroffen. So, jetzt wurde ich nicht vom Feuer getroffen. Ja, dann können wir...
können wir ja eigentlich hier rauf, ne? So, Lara. Haben wir es endlich geschafft, das Abenteuer, ne? Nee, nee, Lara. Du brauchst immer so viele Schätze. Du hast doch schon genug Schätze, aber anscheinend reicht es der Lara nicht. Der Lara, der lieben Lara. So. Ich werde hier vor den Sachen mal speichern. Und ja. Boah, ne? Das sieht so geil aus. Huch. Bah, eine Fliege ist bei mir im Raum. Geh weg. So. Ihr seht schon, sehr viel Munition. Die hätte ich gern. Die hätte, glaube ich, jeder gerne. Aber wir kriegen sie leider nicht. Ja, das war's dann auch schon für das Bonus-Level. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das im einen Part hinkriege. Aber ja, ich schätze mal, die Folge ist eine halbe Stunde lang. Oder vielleicht so 35 Minuten, 34 Minuten. Ich weiß es nicht genau. Okay, Leute. An der Stelle sage ich nochmal Dankeschön, dass ihr mein Projekt Tomb Raider 3, und zwar mein erstes Projekt ist das, dass ihr immer zugeschaut habt, mein Projekt unterstützt habt, und ja, ich hatte euch versprochen, ich mache das Bonus-Level und ich habe es gemacht, und ja, freut mich für die vielen Kommentare, für die netten, ja, und danke für die ganzen Likes und für meine Abonnenten, ach, einfach nur geil, danke euch. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Und ja, bis dann, Leute. Tschüss.